Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Heute gibt es Angelparty zusammen mit Maru, Flocke und Maxi. Hallo. Hat euch klein genannt. Frechheit. Ich gehe meine Angel kaufen. Ich wollte die Ohren kaputt machen. Wieso ist es immer Clown Sonne? Ich will endlich meinen Shane. Hey. Ich hab dich Robin angesprochen. Was will die von mir? Ja, wie viel kostet deine Angel-Items? Ey, haben wir. Oh, wir haben ersten Sommer. Ja, lass uns Sommersachen kaufen. Lass uns Sommersachen. Der möchte mit mir Bikinis kaufen. Ich wollte Geoden aufmachen gehen. Reicht es mal vom Geld her? Die Anspielung hat sich verstanden. Lass es mal erstmal noch, weil ich muss auch noch ein bisschen Ding kaufen. Und oh, die Musik ist voll happy. What the hell? Bei mir ist gar keine Musik da. Ich habe gefragt, ob ich mir eine Abkürzung in die Skullkäfern bauen darf. Oh, darf ich nicht? Hab. Müll. Maru wollte Backjosen. Nice! Nein, ich wollte einen Zaun bauen, den Zaun wegsprengen und dadurch zufällig in den Skullkäfern auftauchen. Pass auf, du kaufst und ich mach schon mal hier Felder fertig. Darf okay, ich warte, bis Eitel fertig ist mit Kaufen, bevor ich jetzt bloß dir die Geoden aufbreche. Kann eigentlich einer von uns schon Sprengler machen? Ist das verbuggt, die Alter? Die Malen, ja, die Kleinen. Ey, das ist super verbuggt. Das ist super weird. Man kann ja mit, wenn man mit Controller spielt, mit einem rechten Stick seine Maus kontrollieren, gell? Ja. Dadurch, dass ich das im Fenstermodus spiele, kann ich jetzt meine Computermaus so im Teamspiel ja, und so. Ja, das hatte ich beim Spiel auch schon gehabt. Über drei Monitore. Ich habe mich gerade gewundert, warum links auf meinem Monitor was blitzt. Jetzt ist sie wieder hier und jetzt geht sie wieder auf Gassifahrt. Was passiert denn, wenn ich da drüben drücke? Oh, haben sie es gepatcht mit den Bündeln? Die Bündel haben sie gepatcht. Yay. Echt? Ja, nice. Könnt ihr jetzt alle die Bündel sehen? Ja. Und auch sehen, wie weit sie sind. Oh. Nice. Sehr cool. Also, das ist ein Spiel, das wird wirklich. Also, das wird super oft gepatcht. Das heißt, das ist wie Fortnite. Also, ne, Items, bevor du deine ganzen Fischis verkaufen gehst, guckst du erstmal in dieses schöne Bündelpaket rein und was für Fische wir da oben brauchen. Auf den du auf E drückst und dann ganz rechts auf den kleinen Stammbaum. Wir haben eine Brombeere in der Fledermaushöhle gehabt. Dann klickst du oben rechts auf den Pfeil, solange bis Aquarium steht und dann siehst du, was für Fische wir brauchen. Was, bei Sammlungen und dann was? Nein, nicht bei Sammlungen, Gemeinschaftszentrum. Aber ich sehe bei E kein Gemeinschaftszentrum. Doch, ganz rechts, der kleine Baum. Da ist so ein kleines Bäumchen, genau. Weißt du, wo rechts ist? Ich habe eine... Bessere Frage. Ich habe eine goldene Brombeere sogar. Wie, das siehst du nicht? Du klickst E und dann hast du ganz rechts, ganz rechts, über den Mülleimer. Okay. Über den Mülleimer. Brauchen wir noch irgendwo eine Sternbrombeere? Ich weiß nicht. Haben wir noch Dünger? Haben wir. Ich lege erstmal die Kiste, die Brombeere. Was sollen wir denn... Immer noch Geschwindwachs. Oh, was ist denn? Oh, Mo. Jetzt, wie ihr sagt, Bescheid, wenn ihr fertig seid, damit ich noch gucken, ob ich die Geoden aufmachen kann. So, fertig. Bin ich jetzt erstmal. So, die Frage ist, wie viele Melonen... Über meinem Mülleimer ist kein Baumi. Vielleicht buggt das bei dir auch noch. Vielleicht, wenn du dich das nächste Mal reconnectest oder so. Wenn du E drückst, habe ich rechts oben in der Ecke unter dem X und weit über dem Mülleimer habe ich Gemeinschaftszentrum als Auswahl. Soll ich Mais mitnehmen? Mais ja, das gut, auf ne? jeden Fall. Mais geht ja über den Herbst und das kann man ja öfter ernten, also das wäre schon pleite. Nice. Scheiße, ist das teuer. Okay, ich mach die Geoden mal anders auf. Ja. Ja, wir müssen jetzt drauf. Du musst jetzt mit deiner Angel richtig loslegen, Items, ne? Ja, leg mit deiner Angel ordentlich los, weil jetzt leg haben mit wir, deiner Angel fünf, los, Items. Wir haben jetzt eine neue Woche. Ist echt zu Geschenke spät verteilen? Heute, ne? Ja, ja. Ja, na. Deswegen ja, war ich auch so verwehrt. Ich gehe erstmal Geschenke verteilen. Ne? Auch wegen meinem Kopf ganz menschlichen woanders Zeiten. Heute. Wir haben 3 Uhr nachts. What the fuck, Mensch, was? So schlimm ist dann doch nicht. Also 3 Uhr dreht jetzt wieder richtig auf. Mais. Melonen. Ich, wir gucken uns den Geburtstagskalender an. Also ich weiß, irgendwie 2 wichtige Geburtstage waren im Sommer. Genau, Maru am 10. und Alex am 13. Das war alles Saat, die wir kaufen konnten. Ja, dann müssen wir morgen nochmal gucken, wenn Items ein bisschen Geld rangeholt hat, dann ja, dürfte genau. Das ja dann passieren. Jo. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal meinen Suffkopf füttern. Wo ist er? Der ist gerade irgendwie an mir vorbeigelaufen, wenn wir vergessen, wo der ist. Ich darf nicht vergessen, brauch, den bösen Menschen wenn einer noch mit, von euch eine Edelwicke findet, Bescheid sagen, bitte. Eine Edel was? Eine Edelwicke. Okay, dann habe ich doch richtig gehört. Ich schätze mal, dass ich Sammeln noch hochpacken könnte, oder? Weil ich sammle ja eh die ganzen Käfer. Die ganzen Käfer, ja. Die sammle ich auch immer. ganzen Dings der Pilze auch. Hallo, hallo. Oh nein, ich habe kein Ei dabei. Nein! Fuck. Holy shit. Ich war noch nicht bei den Eiern, bei den Hühnern, wollte ich eigentlich sagen. Du warst noch nicht bei den Hühnern, das ist korrekt.
Maru ist aber auch echt wählerisch, ey. Mhm. Wieso die einfach deine Batterien? Ich fänd übrigens Emotes noch ganz nice, dass man sich so zuwinken kann, wenn man sich entgegenläuft. Also wir brauchen noch Kupfer, ja? Ja. Keine, ehrlich gesagt, ich glaube, wir brauchen alles. Du hast doch eine große Tasche. Also zwei Reihen hast du, ne? Ja. Versuch doch mal alles mitzunehmen, was geht. Ja, die Frage ist, soll ich auf Kupferebene, auf Eisenebene oder auf was andere Ebene gehen? Dann geh doch jetzt erst auf Kupferebene und morgen gehst du dann auf Eisen. Da kann ich auch Käferfleisch sammeln. Alter, der Fischi wehrt sich. Frechheit. Immer diese Fischis. Pufferfischi. Oh! Oh? Warum oh? Das ist nicht schlecht. Pufferfische musste ich zum Beispiel immer mega teuer kaufen. Haben wir nicht noch die ganzen Melonensaat oder hast du die gerade eingepflanzt? Du hast recht, wir haben noch die ganze Melonensaat. Wir haben noch die ganze Melonensaat. Jo. Wir haben richtig viel Melonensaat. Ja, weißt du Bescheid. Holy shit, ich liebe Melonen. Honigmelone ist meine Lieblingsmelone. Ja, das Problem bei Melonen ist, du hast immer so einen großen Unordnung, wenn du die gegessen hast. Eine große Unordnung eigentlich? Ja, du schleifst immer alles voll, wenn du da reinbeißt. So. Und Sternfrucht können wir übrigens auch pflanzen. Ja. Ah, nee. Möchte euch bitten, nicht alles voll zu schleimen. Wo bist du? Ich bin hier. Du bist ein Opi. Egal, ich suche jetzt mal die Opi-Popi. Scheiße, wo war sie denn? Ach, der war beim Eiswagen, ne? Im Sommer. Was, der Opi? Nee. Der ich habe ein Buch gefunden. Der Opi? Hallo. Auch mit Haley. Schenk Haley einen Fisch. Dann hasst sie mich. Das ist gut. Die riecht bestimmt schon nach Fisch. Ist die nicht ein Vampir? Ja. Was, Haley? War die nicht ein Vampir? Nein, Abigail. Abigail war der Vampir. Niemand ist ein Vampir. What the hell? Ich hab's eigentlich da. Haley war ein Vampir aus der Originals, ja. Wenn du das meinst. Nö, ich hab ein Video gesehen, wo Haley angeblich ein Vampir ist oder Abigail. Ach so, okay. Also geht's bei dir ums Spiel. Also Abigail will Abenteuer erleben, aber traut sich nicht alleine. Deswegen nimmt sie die, spielt ein bisschen Flöte. Hört sich an, das hört sich an wie ein Profil auf Parship. Ich will Abenteuer erleben, aber trau mich nicht. Das ist ein ziemlich depressives Profil auf Parship. Komm, wir sind so kaputt, ey. Das ist eher Parship, ne? Ah, nee, das ist Shane. Das musste man mit Shane, wollte ich gerade sagen. Ich liebe Schuhe, an dieser Stelle kommt das Kleinbar, wir sind nicht betrunken, es ist einfach nur sehr spät. Ja. Ich würde sagen, es ist um 11, also ganz früh. Letzte Aufnahmesession war ich so durch, dass ich Flocke ein Kompliment gemacht hatte, obwohl ich sie beleidigen wollte in dem Moment. Und diese Aufnahmesession ist es genau das gleiche bei den anderen Leuten und ich bin hellwach. Ist richtig gut. Wie, du bist richtig hellwach? Gut. Ich bin hellwach. Speed, wo ist denn Schane? Ich bin nur, Vielleicht wieder arbeiten, so wie jeder normale Mensch am Montagmorgen. Nee, ich hab ja geguckt. Achso. Da war er ja nicht. Alter, der Angler nimmt mich von hinten. Der stellt sich ganz aggressiv hinter mich und wartet da. Und angelt dann zwischen seinen Beinen. Oh, der stellt sich hinter mich. Seid ihr denn seine Angelroute? Nein, aber der guckt mir ein bisschen arg zu nah über die Schultern. Also, das ist sexuelle Belästigungsangler. Was ist denn los bei dem Angelmensch? Sexuelle Belästigungsangler. Der steht. Wie kann es eigentlich sein, dass hier keine Früchte stehen? Hat jemand schon in der Höhle geguckt bei unseren Fledermäusen, ob die wieder was gedroppt haben? Eine Brombeere, eine goldene. Eine goldene Brombeere, das klingt doch schön. Das ist doch nice. Das ist nice. Nice. Aber wo ist Shane? Ach, Kneipe. Mach doch das Stardew Valley Wiki. Ja, um die Uhrzeit bestimmt, ja. Hab ich, aber da steht nur die Daily Routine für Spring. Komischerweise. Echt? Bei musst du weiter aufklappen alles drin, oder musst du ja, aufklappen. Das musst du aufklappen und zuklappen wahrscheinlich. Geht halt nicht, deswegen. Das war ein bisschen komisch. Aber da ist Shane. Dunkel. Hallo, Bier! Pufferfischi, raff dich jetzt und komm noch weg. Oh! Bier. Oh mein Gott. Da ist das siebte Herz, Leute. Help. Oh. Was? Ab 20 Herz ist er dein Mann, oder was? Oh. Es fehlt nur noch eins. Ah. Voll gut, das geht voll schnell bei denen. Alter! Also ich dachte jetzt, ich angle hier so ein richtig pralles Puffer. Ken wohnt doch gar nicht hier, kommt doch erst im zweiten. Das ist Menschen, Sam. Wisst ihr, was ich gerade eben geangelt habe? Eine Schneeflocke. Eine Super-Seegurke. Oh, nice.
Kevin, die super Seegurke. Stardew Valley. Oh, ich habe eine Sequenz mit Sam. Wie mit Sam? Oder ja. Kannst du nicht mehr entscheiden? Drei Glocke, gleichzeitig. Du schippst die beide, Alter. Goddammit. Du darfst mit jedem hat man mehrere Riemeler. Du darfst nicht mehr essen. Sie ist die einzige Frau im Dorf. Sie macht die ganzen Männer klar. Ich möchte ja gucken, was sie so alles für Sequenzen haben hier. Oh nein, ich habe das Fischi nicht bekommen. Es ist möchte die Vorteile haben. Zum Beispiel, wenn du Shane machst. Die hatten eine kleine Jam-Session. Ist auch eine Umschreibung für was Schmutziges. Der Butter Jelly Jam. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir ein Marmeladenbrot mache, das ist auch echt schmutzig dann immer danach. Ja, ist eine Jam-Session dann auch. Ach verdammt, Penny geht ja schon immer um 20 Uhr pennen. Wie ist das schon wieder im Bett, ey? Boy, das ist aber auch so. Hast du nicht ab 2 Herzen bei ihr ins Zimmer? Das kann durchaus sein. Ich hab vergessen. Alter, der Angler steht immer noch creepy hinter mir. Penny, what the fuck? Penny. Leute! Helft mir, ich brauche Hilfe von dem Erwachsenen. Wie, der Wohnwagen ist zu, ich glaub's nicht. Muss mir echt ein anderes Hast Fall, du mal gesehen, wie viel Platz in dem Wohnwagen drin ist? Hast du mal gesehen, dass es ist nur ein, ist übrigens nur ein Bett da. Und Pam und Penny wohnen da drin. Die teilen sich ein Bett. Ey, man kann das Schlagzeug spielen, sonst. Das ist ja voll cool. Echt? Kann man auch richtig spielen? Gut, oder? Nee, nur so schlecht. Ich hab nochmal eine Mega super nice. Seegurke gekriegt. Yes. Nice. Alter, ich hab so eine Seegurke, ey. So eine Seegurke, ey. Ein rostiges Zahn. Alles klar bei dir, Robin? Was macht sie? Die steht hier, bam, 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 bam. Diesen Hase, diesen Klopfer. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ordentlich, ey. Da ist auch nicht am Kloppen. Der Kloppo. Nein, ich kann kein Bier kaufen. Wir haben ja auch kein Geld mehr. Goddammit. Wir sind pleite. Also, ich habe mit Shane 7, mit Alex 3 und mit Sam 2 Herzen. Das freut mich. Ja. Das nennt man übrigens Dual Gaming. Triple. Triple Kill. It's a triple. It's a triple. Oh, Baby, ich habe ganze 6 Käferfleisch. Kann ich jetzt auch ein Trap, ja. Was heißt du, 6 Käferfleisch? Ja. Das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Leute, lasst euch sagen. Katze wird eure Lasagne abnagen. Katze wird gleich noch geschlagen. Katzenschlagen ist nicht fein. Doch, zum Sankt Hansfest in Dänemark ist es ganz lange Tradition gewesen, eine Katze in eine Tonne zu tun mit ganz vielen Süßigkeiten. Achso. Da hat man so lange auf die Tonne raufgeschlagen, bis die Katze entweder tot war oder von allein rausgekrabbelt. Rausgefallen ist, weil die Tonne kaputt war. Ja, okay, also ich würde jetzt nicht auch hingehen und mit der Knüppel auf die ganzen Menschen einschlagen, bis sie alle tot rausfallen. Sagen wir so, es war eine Tradition bis 1800 irgendwas. Danach okay, hat man, alles danach hat man aufgehört. Dann hat man eine Stofftierkatze danach genommen. Aber das kann ich gerade nicht verstehen. Das hört sich ja wie eine Pinata, echt, ey. Das ist sowas wie eine Pinata. Das ist halt ein Holzfass mit einer lebenden Katze drin gewesen bis irgendwann. Ich weiß nicht, bis wie lange. Holy shit, ihr solltet schlafen. Katze liegt im Bettchen. Das ist Robin, nicht ihr. Gerade redet ihr da draußen rum. Darf ich jetzt meine Geoden aufbrechen gehen? Ja. Oh, ja, und Maxi holt noch ein paar Dings. Ich hole noch mehr Samen. Wir haben die Küche. Du hast eine Küche. Hier, das kann doch jeder daran kochen. Aber du kochst. Du kochst, ja. Du kochst. Ich bin auch eine Frau, Hallo. Ich darf auch kochen lernen hier. Küche. Hallo, viel Spaß bei. Katze. Ach nee, warte mal kurz. Die Geister sind heute etwas genervt. Und wieder wunderschön und sonnig. Das gibt's doch nicht. Ich möchte jetzt endlich mal Gewitter und Sturm und Hagel gebracht haben. Also, ich habe 20 Geoden. Also brauche ich 52 Gold, dass ich bedürftig bin. Boah, jetzt geht bei mir gerade die Musik richtig steil. Was hast du denn hier für ein Gelee? Blumenkohl? Eingelegter Blumenkohl. Ekelhaft. Ich finde den super. Rosenkohl ist widerlich. Er redet von Rosenkohl, du Rosenkohl. Katze redet von Rosenkohl. Frau Rosenkohl ist innen hohl. Frau Rosenknall ist wie ein Ball. Kennt ihr das? Nee. Das ist von der Sams. Wer guckt denn das Sams? Ich hab's tatsächlich nicht gesehen, glaube ich. Was? Das ist ein Buch, aber. Items du auch nicht? Ja, aber. Nee, hab ich nicht. Das Sams ist super. Für jeden Punkt auf dem Sams kann man sich was wünschen. Obwohl, nach der Horde-Allianz-Geschichte bin ich sowieso enttäuscht von dir, also von daher. Ach, die Herzen bist du alle. Was, warte kurz. Ich habe ja heute auch WoW gespielt. Was ist passiert? Items ist ein Ali. Items ist ein Ali.
Items, ich mag dich. What? Ich mag dich nicht. Das war so klar. Ali fürs Leben. Ali fürs Leben. Die Zwerge sind die einzig wahre dominante Rasse. Hier, komm, du bist die Spitzhacke. Ja, du kannst nur nesten, ich kann nicht mehr der Spitzhacke hauen. Das eine ist eine brauchst du nicht jemand eine Edelwickel? Brauchst du nicht vorhin jemand eine Edelwickel? Ja, ich brauch eine. Ich habe eine Edelwickel. Ja, ich hätte sie gerne. Kannst du mich jetzt mal einwickeln, ey, wenn du ruhig bleibst. Edelwickel. Wiggle. Wir haben nicht genug Holz, fällt mir auf. Der Fischi hat Epilepsie. Hast du noch Holz in der Tasche? Nee. Okay. Ich hab nur Haschisch in der Tasche, also immer was zu naschen. Ajo. Ich glaube, das ist schon zu viel. Tief im Herzen ist Flocke Hordler. Ich habe auch eine Edelwicke. Vergiss es. Ich mach die Truhen unordentlich. Ich hab eine goldene Edelwicke. Ja, das will ich Maru aber nicht geben. Warte mal, sind das die, die man natürlich findet? Weil den brauchen wir auch noch im Gemeinschaftshaus. Ja. Dann braucht ihr die goldene ins Gemeinschaft. Ist egal. Nein, wir brauchen eine normale, deswegen. Die goldene könnt ihr zum Verschenken oder zum Verkaufen benutzen. Maru, stopp. Hä? Nee. Da, stopp. Ja. Die andere Maru. Achso, die andere Maru. Geld. Ich hab irgendwas Komisches gefunden. Ich weiß nicht, was es ist. Eine Weintraube. Halt. Stehen bleiben. Was soll ich kaufen noch? An Saat? Tomaten kann mehrmals geernt werden, das sollten wir vielleicht. Ich habe lustigerweise jetzt alles von den Sommerfrüchten habe ich schon gekauft einmal und die sind tatsächlich auf dem Feld schon. Okay, sollten wir die noch vielleicht öfter geerntet werden können, ne? Oder? Ich weiß gar nicht, ob Blaubeeren. Ich glaube, Blaubeeren sind Blaubeeren ganz gut, auch, ja. Oh, 8 rote Schwämme muss ich erledigen, ne? Krieg ich hin. Und Weizen machen wir noch, oder? Weil das ist auch Sommer und Herbst? Ach nee, ja, aber Fischi versucht zu entkommen. Nimm mal ein bisschen Fischi Weizen mit, das brauchen wir erstmal und zweitens kann man damit sehr viel backen und kochen, glaube ich. Und ja, genau. Und Mais, ne? Ich brauche 500 für meine Dings da. Das muss ich mir 250 für rechnen. Oh, mir hat da auch irgendjemand was gesagt, ist man halt soll einen aus. Busch. Aber ja, ich habe doch geguckt extra. Am 28. Ach scheiße, das wäre verpasst, aber am 28. von jedem Monat um 12 Uhr mittags soll man hier irgendeinen Busch anwackeln beim Gemeinschaftszentrum. Ja, das habe ich auch gelesen bei dir. Easter Egg dabei, ja. Das habe ich auch gelesen bei dir. Müssen wir unbedingt dran denken. Kann sich jetzt jemand aufschreiben? Leute, liebe Zuschauer, spammt das unter die Kommentare bei den nächsten paar Videos, bis wir zum 28. kommen. Genau. Dann wir es vergessen. Also überall immer Copy-Paste. Oh nein, das machen die jetzt wirklich. Das ist das Problem. Was? Mach mal jetzt ein Artefakt für Doppel. Doch, Items aufnahme, I don't care. Habt ihr noch eine Edelwicke und eine Gebürzbeere? Hat jemand Gebirgsgurke? Eine Gebürzwehre. Eine Gebirgsgurke. Hasse euch auch alle. Ja. Ja, nochmal die Frage: Kann ich überzählige Artefakte verkaufen? Ja. Außer die Zwergartefakte habe ich letztens gehört von irgendwem. Ja, die habe ich schon verschenkt. Oh, wow. An den Zwergen? Ja. Das ist okay. Mag dich der Zwerg dafür jetzt mehr? Oh nein, da ist der böse Bitch. Die muss ich dreimal schenken. Wie heißt der Zwerg denn in der Liste? Zwerg. Der liebt mich noch nicht. Ich habe ihm schon 2 Rollen gegeben. Er sagt, wie zu Hause, aber hat es noch nicht mehr gemacht. Wie zu Hause? Oh, süß. Was? Ich habe Lea heute schon ein Geschenk gegeben? Lüge. Hä? Hast du doch wahrscheinlich. Nein, habe ich nicht. Du hast dir bestimmt wieder irgendeinen Scheiß geschenkt. Ich kenne dich doch. Hat Katze nicht und es ist auch eine neue Wache. Ich dürfte ihr nichts geschenkt haben. Ja, bei dir backt das Spiel. Lea, doch. Ihr wurde Alex verkauft Eis. Alex verkauft Eis? Ja. Ja, Alex verkauft immer Eis um die Uhrzeit. Eis. Deswegen muss ich jetzt auch schnell ein Ei holen. Für Eis? Für Eis. Für Alex. Für Eilex. Eilex. Aber wie das mit dem Ei dann aussieht, das seht ihr bei Flocke in der nächsten Folge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie das Ei aussieht, seht ihr bei Flocke, liebe Freunde. Wow. Ja, man muss den Leuten ja auch richtig Bock machen, das Video. Ich muss den Fisch aber noch fertig fangen, weil das Menü ja nicht gestoppt wird. Okay, ich könnte auch an der Pause... Dann sag Bescheid. Ja, das Menü wird ja... Du kannst trotzdem auf Ding. Dann läuft wenigstens die Zeit während das nicht weiter. So, da haben wir den Fisch. Wir wissen in der nächsten Folge dann, was es ist. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, schaut bei den anderen vorbei. Wir sehen uns. Macht es gut. Bis dahin erstmal. Ciao. Ich habe, glaube noch nicht gesagt, dass ich es gut machen sollte. Also macht es gut. Ciao. Braun. Braun.